So, lang hat's gedauert mit Electronic Arts Need for Speed Undercover für das iPhone und den iPod Touch im App Store. Für runde 8 Euro bekommt man einen netten Arcade Racer. Der Brand sollte ja hinlänglich bekannt sein von allen anderen Konsolen, auf die EA ihr Rennspiel schon portiert hat. Dieses Mal gibt es 20 echte Autos, Porsche, Lamborghini, für Autofans sicherlich sehr, sehr nett. In 24 Missionen dürft ihr euch austoben. Es geht um Polizei, Verfolgungsjagden, es wird so eine kleine Geschichte nebenbei erzählt. In der Garage dürft ihr das Auto eurer Wahl tunen und begutachten. Die bereits erwähnte Geschichte wird so zwischen den Rennen weitererzählt, mit echten Schauspielern, sehr aufwendig produziert. Die Steuerung ist sehr, sehr okay, klassisch, wie das bei den derzeitigen iPhone-Rennspielen so aussieht. Man neigt das iPhone von links nach rechts und bewegt so das Auto. Es gibt auch so Boost- und Bremsmodi. Das ist alles sehr, sehr gut. Kann man leider nicht nachjustieren, brauchte ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Das Spiel läuft die meiste Zeit mit 30 Frames pro Sekunde, relativ flüssig. Wenn viele Fahrzeuge und Hubschrauber und aufwendige Effekte ins Bild kommen, dann kann es schon mal ruckeln. Variiert aber von Gerät zu Gerät und was für Dienste dann noch im Hintergrund laufen, wie Push etc. Sehr nettes Paket geschnürt für 8 Euro, empfehlenswert.